Er versucht sehr traditionell zu spielen auf der Klarinette, obwohl dann unter Umständen die Rhythmusgruppen dran ganz modern klingt. Also die Idee war immer so, wie wird den Klezmer heute das anpacken? Ich glaube, das ist sicher das, was uns auszeichnet, dass wir unsere Spuren, wo wir herkommen, auch in die Musik hineinbringen. Die Aufgabe dieser Musik ist, die Herzen zu heben. Die Leute fröhlich zu machen, Fröhlichkeit reinzubringen. Darum geht's. Wir sehen die Musik als einen Brückenbauer zwischen Menschen ganz unterschiedlicher Religionszugehörigkeit oder unterschiedlicher kultureller Herkunft auch. Und es ist einfach spannend, auch diese Begegnung zu schaffen hier mit diesem Konzert, ja, wo wir jüdische, nicht-jüdische Gäste haben, die gemeinsam feiern, die gemeinsam einfach diese Musik genießen und sich von ihr mitreißen lassen. Ich bin eigentlich christlichen Glaubens und mütterlicherseits hat es sogar sehr viele Pfarrer in der Familie. Und ich bin dann aber irgendwann aus der Kirche ausgetreten. Ich lebe natürlich, wie gesagt, sehr orthodox. Es bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Shabbat, koscher Essen auf Tournee und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch eine unglaubliche Kraft. Er würde nie versuchen, uns in irgendetwas hineinzupushen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Da gibt er sich auch große Mühe. Wir können auch einfach säkular sein, wie wir sind. Und ich fühle mich aber wohl und es interessiert mich auch, wenn er die Geschichten erzählt. Finde ich auch den Hintergrund sehr interessant von der Musik. Ich bin nicht jüdisch Glaubens, aber ich glaube ans Judentum und ich glaube an, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Judentum und ich glaube an die Regeln aus dem Judentum. Die Glocken aus Afrika. Die Snare Drum, die kleine Trommel, ist aus Mitteleuropa. Die Hi-Hat ist amerikanisch. Die Bongo, Afrika. Dieses Instrument setzt sich zusammen aus Kulturen der ganzen Welt. Und nicht nur das Instrument, sondern auch die Rhythmen drauf. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, möglichst viele Einflüsse zu bekommen. Das inspiriert uns und bringt uns auf neue Ideen. Früher haben, glaube ich, viel mehr Musiker aus verschiedenen Stilen auch zusammengespielt. Das wäre heute wieder wünschenswert. Natürlich auch durch die Medien oder durch die Industrie. Man will eine klare Schublade haben und dann passiert nicht mehr viel, dass Leute miteinander spielen. Es gibt so eine Sammlung von rabbinischen Weisheiten und da heißt, da gibt es einen Spruch, wer ist respektiert, der andere respektiert. Wenn ich jemand anderes respektiere, dann bekomme ich diesen Respekt zurück, wenn er ein gesunder Mensch ist. Hat auch damit was zu tun, dass ich mich respektiere. Und das ist, glaube ich, etwas, eben, wenn ich so sein kann, wie ich will, wenn ich mich nicht verbiegen muss, und das muss niemand hier in der Band. Alle können so sein, wie sie wollen. Aber wir müssen natürlich von vornherein ein Grundkonzept finden, wie wollen wir klingen, wie wollen wir spielen, oder wie wollen wir miteinander umgehen. Dann kann dieser Respekt dann auch sich ausdrücken in einer gemeinsamen Stimme. Und dasselbe gilt auch in der Gesellschaft. Was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Band wirklich nicht einfach eine Begleitband ist, sondern wirklich ein Partner zum Melodieinstrument. Das ist sehr oft bei Klezmer, dass die
Geige oder die Klarinette Solo spielen den ganzen Abend und die Rhythmusgruppe begleitet einfach. Das ist bei uns, soweit wir das möglich machen können, anders. Wir versuchen wirklich jeden Einzelnen seine Stärken einzubauen und auch Solo einen Raum für Solos zu geben. Ich finde, dass es in der Kombination, wie wir jetzt zusammen uns gefunden haben, es ist wie eine Wundertüte, also da kommt immer mal wieder was Neues raus. Und wir sind immer wieder selbst erstaunt, was wir dann gemeinsam kennen und wie das auch dann plötzlich zusammen funktioniert, auch spontan. Ganz super. Es war so umwerfend, weil wir alle begeistert sind von dieser lebensfrohen Musik. Am Ende ist es so, man geht einfach beglückt, man geht fröhlich aus dem Konzert nach Hause. Wenn Menschen, die sich nicht verstehen, ab und zu mal diese Musik hören würden, ich glaube, sie würden einander einfach verstehen. Also ich glaube, es gibt etwas, was man vielleicht in der Musik auch sonst spürt. Das ist etwas, was größer ist als der Einzelne. Ja, eigentlich alle sind wie eine Art, das nennt man Zinnor in Hebräisch, ein Rohr. Und durch dieses Rohr wird quasi das göttliche Licht verbreitet. Es ist ein geradezu märchenhaft anmutendes Ambiente, welches uns an diesem bitterkalten, aber sonnenverwöhnten Vormittag auf dem Heidelberger Bergfriedhof empfängt. Verabredet mit dem Leiter der Heidelberger Friedhöfe, Wolfgang Becker, begeben wir uns mit weiteren Interessierten auf eine etwas andere Entdeckungsreise. Es mag für einen Friedhof paradox klingen, aber Trauerstimmung mag hier nicht so recht aufkommen. Und genau so war es auch angedacht, Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Gartenarchitekten Johann Metzger. Herr Metzger hatte die Aufgabe, einen ehemaligen Weinberg in einen Friedhof zu verwandeln und hat sehr wohl erkannt, dass diese Topografie und diese ausgearbeiteten Flächen, die Weinanbaugebiete waren, zu nutzen. Er hat also von vornherein auch den Gedanken gehabt, eine Stätte zu schaffen, die nicht nur zum Beerdigen alleine dient, sondern auch zum Müßiggang, wie es damals hieß. Doch längst ist der Bergfriedhof mehr als eine idyllisch schöne Begräbnisstätte. Seien es kulturhistorische Schätze oder Gräber bedeutender Persönlichkeiten, 4 ausgeschilderte Rundwege laden zur ausgiebigen Erkundung ein. Eine zusammengefasst einmalige Symbiose aus Natur und Kultur, wie sie gerade Fotografen zu begeistern weiß. So auch den ehemaligen Rektor der Internationalen Gesamtschule Heidelberg, der dem Friedhof einen eigenen Bildband widmete. Ich habe einen Freund hier begraben und ich wollte, wenn ich Zeit habe, mal sagen, ich gehe mal zu diesem Bergfriedhof, von dem ich nur den Namen kannte, und suche das Grab mal. Und dann habe ich angefangen zu suchen und habe sehr lange suchen müssen. Und da ist mir aufgefallen, weil ich ja schon Friedhöfe fotografiert habe, dass das der Friedhof wird, an dem ich mich lange aufhalten werde. Ich habe fast 4 Jahre fotografiert hier, alle Jahreszeiten, alle Tageszeiten, bei Regen, bei Sonne,
alles gesehen, aber sowas Schönes, das muss man einfach als Fotograf festhalten. Fernab des Müßiggangs gibt es ihn aber auch hier, den ganz normalen Friedhofsalltag. Und der ist meist alles andere als romantisch. Die Arbeit auf dem Friedhof ist ja nicht einfache Arbeit, ist ja speziell verbunden mit Bestattung und Pflege. Ja, das sind hauptsächlich unsere Aufgaben und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Hinzu kommt, bedingt durch gesellschaftliche Entwicklungen wie steigende Mobilität und das damit einhergehende Aussterben regional verwurzelter Mehrgenerationenhaushalte, stellt Friedhofsbetreiber vor immer neue Herausforderungen. Wir haben heute Friedwälder, wir haben Ruhforste, wir haben Seebestattungen, wir haben alternative Bestattungsformen außerhalb des Friedhofs, was ich früher nicht kannte. Jetzt müssen wir uns dem Markt stellen, dem Wettbewerb stellen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir den Friedhof heute attraktiv machen, dass der Bürger noch auf den Friedhof geht. Längst geht der Trend weg von klassischen Erdbestattungen hin zu günstigeren und anonymen Formen der Beisetzung. Und auch wenn man hier vor Ort als einer der ersten Friedhöfe Deutschlands bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts ein eigenes Krematorium betreibt, die Feuerbestattung allein ist noch keine Garantie, auf dem harten Markt zu bestehen. Innovation ist hingegen Trumpf. Kostenlose Fahrdienste oder das vor kurzem auf dem Friedhof eingerichtete multikulturelle Gräberfeld tragen der Konkurrenzsituation Rechnung. Hier bekommt man das vorgefertigte Rundumpaket. Die Friedhofsgärtner sind in Vorleistung gegangen, sie haben die ganzen Wege angelegt, sie haben die Pflanzung angelegt, Bewässerungsanlage eingebaut und haben auch schon die Steine aufgestellt. Und die Idee ist, die Refinanzierung dieser ganzen Geschichte über einen Pflegevertrag zu erwirtschaften, dass man einfach hergeht und sagt, wir bieten dir das ganze Programm, also Pflege, Stein und auch Bepflanzung über die ganze Laufzeit ein zum Festpreis. Selbst vor der Digitalisierung macht der Wandel der Friedhofskultur längst nicht Halt. Wir sind im Moment dabei, die gesamten Friedhöfe zu digitalisieren, das heißt die Friedhöfe neu aufzumessen, damit wir dann eine Serviceleistung anbieten können, auch für den Bürger, dass er die Grabfindung der Grabstätten also komplett über Apps machen kann. Wir müssen unsere Verwaltungsvorgänge vereinfachen und wir wollen auch dahin kommen, dass der Bürger Informationen über Digitalisierung selber abrufen kann, sofern sie nicht in Widerspruch zum Datenschutz stehen. Von der Romantik hin ins Zeitalter der Digitalisierung. Manchmal manifestiert sich Geschichte an einem einzigen Ort. Genau wie hier auf dem Heidelberger Bergfriedhof.